Hallo zusammen. Vorab möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich etwas komisch spreche. Mir wurden kürzlich eine Handvoll Weisheitszähne aus dem Mund gerissen und dementsprechend hört sich das etwas komisch an. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Video hier in der First-Person-Perspektive drehen. Und die Kamera nicht auf mich zeigt, denn ich sehe aus wie eine Mischung aus einem verprügelten Hamster und einem Panda auf Crack. Ohnehin ist das sowieso viel schöner als das. Einige von euch werden eine meiner ersten Folgen kennen, indem ich mein Z4 wiege nach einem gewissen Setup. Das heißt, ich habe schon die Radreifenkombination geändert, Schalensitze hatte ich drin und ein paar Kleinigkeiten ausgebaut und dann wollte ich wissen, was der Koffer denn so wiegt. Wer genau wissen möchte, was ich da alles verändert habe vor dem Wiegen, der schaut sich das Video am besten nochmal an. Ich spoiler mal, das Ergebnis waren 1350 Kilogramm. Das Ganze habe ich allerdings auf einer 50 Tonnen LKW-Waage gewogen mit einer 20 Kilogramm Toleranz. Das heißt, die Waage sprang so zwischen 1360 und 1340. Ich habe einfach den Mittelwert genommen, 1350 Kilogramm. Mit dreiviertel vollem Tank. Die Ausgangssituation haben wir jetzt auch. Allerdings habe ich in der Zwischenzeit noch einiges an Gewicht verloren und ich hoffe, dass der Z da ein bisschen abgespeckt hat. Ich glaube nicht, dass wir unter den 1300 Kilogramm liegen, aber es wäre ganz schön, wenn wir da in die Nähe kommen. So, bevor wir das Ganze allerdings erneut wiegen, möchte ich euch zeigen, was sich alles verändert habe und wo ich meine Gewicht eingespart zu haben. So, und jetzt gucken wir unter das Röckchen. Also das allererste, was ich erwähnen will, kann ich euch gar nicht zeigen. Das Einmassenschwungrad. Und zwar hat das Auto ein neues Kupplungskit bekommen mit einem Einmassenschwungrad. Das originale Schwungrad wiegt um die 12 Kilo, das neue 6. Das heißt, da haben wir schon mal 6 Kilo gespart. Kommen wir zum vorderen Bereich. Hier muss ich sagen, kann ich euch nicht viel zeigen. Ich hätte hier gerne mehr Gewicht an der Vorderachse verloren, allerdings habe ich das nicht. Was ist weggekommen? Ein großes Hitzeschutzblech hier zwischen Dom. Das ging komplett runter bis zur Motoraufhängung und hat den Krümmer abgeschirmt. War ein großes Hitzeschutzblech, wiegt allerdings fast nichts. Das war es auch schon hier vorne, leider. Schauen wir uns das Ganze mal innen an. Also hier innen seht ihr schon mal zwei große Löcher. Hier sind die Lüftungsdüsen, die kommen so, wie sie sind, wieder rein. Die wiegen fast nichts. Hier hatten wir das große Navi-Display mit dem Stellmotor und so weiter. Das ist rausgeflogen. Allerdings werde ich das so nicht hier drin lassen, denn ich lege sehr viel Wert auf den Innenraum. Das soll noch relativ schön aussehen. Deswegen habe ich das ganze Auto hier nicht komplett gestrippt, sondern habe noch hier meinen Alcantara-Tunnel und so weiter. Das habe ich alles nicht umsonst gemacht, das werde ich auch nicht rauswerfen, denn ich stehe einfach auf ein nettes Ambiente, auch wenn es ein Auto für die Rennstrecke ist. Und deswegen habe ich hier mir quasi ein Negativ des Displays in Carbon fertigen lassen, beziehungsweise wird noch gefertigt in Handarbeit. Und zwar wird das genauso aussehen wie mein Display, wenn mein Display aufgeklappt ist, nur dass es einfach aus dünnem Carbon ist und ich hier dann eine plane Fläche habe, wo ich mein Handy dran pappen kann als Laptimer oder man hier einfach Platz findet für diverse Anzeigen und Armaturen für Öldruck, Öltemperatur etc. Das heißt, hier haben wir das Ganze in Carbon. Dasselbe gilt für das Handschuhfach. Hier, das Handschuhfach ist jetzt draußen, aber auch hier werden wir eine Platte haben aus Carbon, die an den Originalpunkten des Handschuhfachs verschraubt wird und auch dieselbe Wölbung haben wird. Sprich, es wird komplett original aussehen, nur aus Carbon. Das Ding ist, dass die Klappe vom Handschuhfach zwar nicht viel wiegt, aber der Rest, sprich das Gehäuse vom Handschuhfach, wiegt an die 2 Kilo. Und ich brauche das, um ehrlich zu sein, eh nicht. Hier gibt es genug Ablageflächen. Deswegen kommt da eine schöne Carbonplatte drauf. Dasselbe wie hier, das Display von 1920, das braucht kein Mensch. Ich kann das Radio hier drüber steuern, Klima etc. hier drüber steuern. Also von daher brauche ich das wirklich nicht. Und außerdem hat das, seitdem ich die neuen Motorlager habe, hat es unendlich geknarzt. Deswegen kommt das jetzt einfach schön in Carbon mit ein bisschen Platz für Armaturen. Ich freue mich tierisch drauf.
Da habe ich einen sehr fähigen Mann von Master Orange Motorsport an der Hand, der das alles in Handarbeit fertigt. Weiter geht's im Innenraum und zwar haben wir hier in dem Fach, übrigens auch aus Alcantara, also in dem Fach fehlt der Navi-Rechner und der 6-fach-CD-Wechsler. Die Teile habe ich auch ausgebaut, ist, um ehrlich zu sein, wirklich ein Haufen Arbeit, weil die ganze Armatur muss hier dafür runter. Aber die Teile wiegen zusammen fast 5 Kilo und brauche ich wirklich nicht, weil ich habe keine CDs, die ich höre. Und das Navi, es gibt nichts, was ich mehr an diesem Auto gehasst habe als dieses Navi. Von daher raus damit. So, das war es eigentlich auch schon im Innenraum. Kommen wir zum Heck. Und zwar habe ich hier die Verkleidung rausgeschmissen. Diese Schottwand hier mit einer Dämmung dahinter, die ist rausgeflogen, die war relativ schwer. Hier war ein ausziehbares Rollo verbaut, was man oben einhaken konnte, mit einer Stahlachse und dem Mechanismus zum Wiedereinziehen. War auch ziemlich schwer. Dann fehlen hier ein paar Verkleidungsteile und hier auch die Teile habe ich drin gelassen, denn die sind wirklich super leicht und ich finde die kleinen Fächer hier ziemlich praktisch. Und dasselbe gilt hierfür. Dieses Verkleidungsteil ist hauchdünn, wiegt wirklich gar nichts und dann hat man kein Rappeln von dem Warndreieck hier. Das ist hier gut positioniert mit Schaumstoff dahinter. Fand ich ganz okay, ganz so radikal war ich dann doch noch nicht drauf. Relativ viel Verkleidung und auch dicke und sehr robuste Verkleidung hatten wir hier am Kofferraumdeckel rundherum. Die ist auch komplett rausgeflogen, da sehe ich auch keinen Sinn, denn die sehe ich nicht während der Fahrt oder wenn ich im Auto sitze, von daher brauche ich die auch nicht. Wenn dieser Helm nicht hier drin liegt, dann sitzt er auf meiner Rübe, somit ist das Ding immer im Auto. Also wird das mitgewogen. Alles in allem habe ich die einzelnen Verkleidungsteile alle in einen riesen Sack gepackt und gewogen und ich glaube, es waren so um die 8 Kilo, die wir hier hinten verloren haben, was relativ viel ist. Ja, so viel zur Theorie. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Oh, fuck. Ne, muss ja rein. So, wir machen uns auf den Weg zum Wiegen und ich bin gespannt, was das Ergebnis ist. Bis gleich. Hallo zusammen, wir sind zurück, frisch vom Wiegen, hier steht's drauf und ich muss zugeben, dass ich schon bessere Ideen hatte. Wir erinnern uns, beim ersten Mal Wiegen hatten wir 1350 Kilogramm mit einer Toleranz von 20 Kilo. So, und nun möchte ich eine Gewichtsdifferenz messen, die da liegt zwischen 10 und 20 Kilo bei einer Ausgangstoleranz von 20 Kilo und der Zweitmessung mit einer Toleranz von 20 Kilo. War irgendwie klar, dass das nicht so richtig aufgeht, oder? So, was haben wir gemessen? Die Waage springt hier zwischen 1350 und 1330 Kilo. Wenn wir das wieder grundschulmäßig mitteln, haben wir 1340 Kilo. Wäre ein Gewichtsersparnis von 10 Kilo, was nicht stimmt. Der Ansatz von mir war, wie gesagt, nicht der cleverste. Ich war einfach ein bisschen euphorisch und wollte einen schönen Wert haben. Einmassenschwungrad vorne 6 Kilo, Innenraum grob in etwa 5 Kilo und hinten im Kofferraum haben wir um die 8 Kilo verloren, sind roundabout 20 Kilo, da irgendwo bewegen wir uns. Das heißt, dass ich euch jetzt kein Gesamtgewicht nennen möchte, weil die Messung einfach zu ungenau ist auf einer 50 Tonnen LKW-Waage. Das heißt wiederum, dass wir uns schon bald bei Micha von Mods Tuning sehen. Hallo Micha an der Stelle, hallo. Und ohnehin eine Abstimmung per Einzelradlastwaage machen und dann auch das genaue, exakte Gewicht haben mit der Achsverteilung vorne, hinten, sogar links, rechts. Dann haben wir die genauen Werte, aber zumindest wisst ihr jetzt in etwa, was eure Teile wiegen im Innenraum, diese CD-Wechselscheiße und alles und die ganze Kofferraumgeschichte. Irgendwo habe ich das Ziel,
nach der 1 eine 2 zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich schaffe, auf unter 1,3 Tonnen zu kommen, ohne da wirklich radikal zu strippen. Ja, so viel dazu. Wie so oft brauche ich eure Hilfe. Wir streben es an, die 1300 Kilo zu knacken. Wenn ihr die Idee habt, wie wir das machen, ohne wirklich radikal zu strippen, dann bitte kommentiert das unter dem Video hier. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.